Jo, hi, willkommen, mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir diesen mit Mutanten verseuchten Turm betreten. Und wir haben in der letzten Folge, ich sollte vielleicht mal speichern. Ich glaube, ich habe noch gar nicht gespeichert. Naja, geht die Aufnahme nicht und ich muss das hier nochmal machen und das möchte ich nicht machen. Wir haben alle bis auf einen Gegner hier erledigt, welcher Fist ist, der Anführer nehme ich an. Und den machen wir jetzt platt, hoffentlich. Aber dafür müssen wir erstmal... Weiß ich nicht. Ich werde gerade geheilt, nehme ich an. Wir packen uns jetzt voll mit Drogen. Und zwar... Medics. Und Psycho. Dann platzieren wir ja mal ein paar Kronkronkminen. Und machen den Typ fertig, wenn er auf uns zukommt. Hier, du nicht lebend wegkommen. Wo du hin? Ich dich fällen, dich umbringen. Ich hoffe nur, Piper ist nicht direkt um die Ecke. Bald ich dich finden, Mensch. Wenn ich gerade, wenn die Granate, ich meine die Mine gerade hochgeht. Oh, ich bin hier. Früher oder später müssen rauskommen. Kannst auch ruhig um die Ecke kommen, ne? Ich hab den falschen Knopf, ne? Ah, der muss nur um die Ecke kommen. Damit ich den schön in die Kronkorkenmine lenken kann. Komm hin. Mach ich eben so platt. Und sogar noch eine übrig. Boah. Eine Minigun. Und wir haben keine Munition mehr mit unseren Dingen. Damit haben wir auch nicht mehr genügend Munition. Auf einmal mit der Pistole rum, weil damit haben wir alles kaputt, ne? Nicht vor, das geschafft ist. Das ist nicht genau, was das gebracht hat, aber schnell speichern. Aber was jetzt hat nervigste von allen. Ja, ich nehme an, die Gegner sind jetzt alle weg. Wir können uns jetzt hier in Ruhe umschauen. Da ist noch ein Safe. Halt, okay. Von der Baba. Echt kacke. Bin ich froh, wenn ich mir Kronkorkenminen herstellen kann. Die waren übelst nützlich auf Fallout, auf dem nächsten Schwierigkeitsgrad von Fallout 3. Na, da unten muss ich auch noch den Dings öffnen. Was? Da ist noch einer? Ich war Kackeiern? Ich hab keine Lasergewehrmission mehr, Munition. Oh. Oh. Brustkorb. Ich kann sie ja nicht ausrissen, das ist ja ein Problem. Ich auch nicht ausrüsten. Automatisch gespeichert, sehr gut. So, wo ist ja nur einer? Jetzt ehrlich, ich habe keine Lust mehr. Der ist strong. Der ist bestimmt auch strong. Habe ich die Minigun jetzt überhaupt mitgenommen? Ich werde die sowas von benutzen.
So, werden wir mal schnuppern. Ich warte, wenn mir ja nur einer begegnet, ne? Direkt die Kronkorken-Mine in den sein Gesicht werfen. Weil das hat ja auch irgendwas mit einer Mission jetzt zu tun, glaube ich, ne? Denn hin. Wie sehe ich jetzt nicht Ort, wo ich hin muss? Verstehe es nicht. Hallo. Wo muss ich hin? Oh, hallo. Einfach wieder hier runter? Ne, da oben irgendwo. Ja, wo? Da. Komm wieder hin. Ja. Ja, sag mal, du bist kein Gegner. Oh, warte! Komm zurück! Lass mich nicht hängen! Was zum Teufel machst du da drin? Schnell, hol uns hier raus! Meine Brüder bald hier sein werden. Sie wissen, dass Menschturm angreifen. Den Supermutanten auch? Ja, den auch. Er ist harmlos. Naja, eigentlich ist er alles andere als harmlos. Aber er wird uns nichts tun. Vertrau mir. Strong nicht Menschen hauen, wenn Mensch Strong und Rex retten. Siehst du? Warum ist der Supermutant im Käfig? Er hat sich gegen seinen Anführer aufgelehnt und mich verteidigt. Verstehst du? Ich habe ihm einen neuen Sinn für sein Leben gegeben. Ich wollte diesen armen, unwissenden Kreaturen Kultur beibringen. Ich habe mit Macbeth angefangen. Das fanden die wohl lustig. Alle bis auf Strong hier. Strong, Geheimnis von Menschenkraft, von Macbeth lernen. Milch der Menschenliebe. Strong werden Milch finden. Strong werden Milch trinken. Strong werden geheime Macht von Menschen haben. Ja, ja. Natürlich wirst du das. Als ich ihnen zu langweilig wurde, haben sie mich hier eingesperrt. Nur wussten sie nicht, dass hier drin ein Funkgerät ist. Sie wissen. Du Köder für mehr Menschen fangen. Was? Warum hast du das denn nicht gesagt? Strong denken, du wissen. Hey, du, womit ich hier klarkommen muss? Ich habe Strong versprochen, ihm dabei zu helfen, die Milch der Menschenliebe zu finden, wenn wir hier rauskommen. Was bedeutet das überhaupt? Unglaublich. Lass mich darüber nachdenken. Lass uns bitte raus. Erstmal gucke ich mich hier um. Wahrscheinlich müssen wir hier rausstürmen, während 1 Milliarde Supermutanten auf uns loskommen. Oder wir nehmen das Ding. Was auch nicht unsere erste Wahl ist. Ich will die ausrüsten. Wie viel habe ich denn noch? Viel zu viel. 10, 5. Und... ist nicht schwere, ich hatte doch gerade eine. Hier. 10, 5. Schrottrüstung. Ja, weg damit dann. Immer noch zu viel. Na. Na, schwierig. Hm.
habe ich denn hier noch alles dabei? Na so, ich dachte, er wäre so Brustkorb wie in Sachen zum Tragen, wie schon. Hallo. Trinity Tower Zellenschlüssel. Ja, ich habe irgendeine Lederrüstung bekommen. Schwächer, warum? Nee, doch, hier. Das ist besser. Und das war eine recht eine Arm-Sache, ne? Was habe ich denn jetzt ausgerüstet dann? Ah, 5, okay. Komm weg. Komm weg. So. Da kann ich irgendwie Sachen schon mal. Es ist nur ein einfaches Schloss. Warum dauert das so lange? Schon. Ja, habe ich jetzt keine Zeit, habe ich so das Gefühl. Ihr hättet nicht die Bretter da irgendwie aufschlagen können. Na gut. Ich bin halt so gut, dass man schnell speichern kann. Die hockt sich erstmal dahin. Okay, machen wir. Ja, Teil auf, würde ich sagen. Hey, Strong. Nein. Was? Ihr weist den besten Weg raus aus diesem Schloss. Jetzt sind Gegner aufgetaucht. Zu Aufzug gehen. Menschen schnell gehen. Jemand da? Okay, das ist nur normaler. Ich will hängen deine Eingeweide um den Hals. So. Aber es wird langsam. Hi. Ich hätte mich für den Käfig vielleicht noch umschauen sollen. Also was? Machen wir mal ganz schnell. Das sieht jetzt nicht so aus wie ein Quicksave, den ich fand. Halt vor dem Käfig? Halt. Ich bin gesprungen. Warte mal. Irgendwie komme ich jetzt durcheinander. Sieht jetzt nicht so aus, als wäre es vor dem Käfig gewesen. Kann nicht sein. So, gucken wir mal. Leute meinen, die würden sich doch gegenseitig überschreiben. Upsala. Jetzt möchte ich gegen das Mikro kommen. Ah. Ja doch, ist hier, okay. Habe ich ja schon alles jetzt wieder auf dem neuesten Stand. Ja. Hau ab, Scheiße. Halten wir strong. Ihr weiß den besten. Aha. Aha. Bingo. Nahkampf, Wackelpuppe. Geschäft erlegt man am besten persönlich und direkten Kontakt. Du hältst darauf plus 25 kritischen Schaden mit Nahkampfwaffen. Macbeth-Skript. Nehmen wir halt erstmal. Alter, echt? Muss das da hingehen? Ja, schon da, sehr gut. Was zum Glück habe ich das Ding noch mal geladen, ey.
Sehr gut. Aber du musst die jetzt nicht alle erledigen, weißt du? Jetzt komm hier hin, Mann. Kommt ihr jetzt mal hier hin? Alle beide. So, Piper. Piper? Komm her. Ja, aber gut, dass ich eine Wackelpuppe bekommen habe. Ich mache jetzt mal so einen Ständer, wo ich die hinpacken kann. Wir haben schon zwei, glaube ich. Ja, da sind da Schrott drin. Winden die überhaupt? Wahrnehmungswackelpuppe und Nahkampfwackelpuppe, ne? Cool. So. Oh, egal. Da runter jetzt hier. Mit die Schnauze voll. Ich rate, wir bleiben hier noch ein paar Mal stehen oder so, ne? Nein, der Regen macht mir meine Aufzeichnungen kaputt. Ich wusste es aber schon. Was wollen die machen? Einige von denen haben nur Nahkampfwaffen. Klug allzu bald, sagt man. Oh, geh doch mal hier runter. Die Hölle ist leer. Alle Teufel sind hier. Der herben Trübsal, den ich mich ergebe. Weise sagt, weise sei es getan. Er bleibt stehen. Warum so. Bleibt er stehen? Wir werden alle sterben, oder? Zeit zum Sterben. Ihr habt Hirn erwaschen. Zeit zum Sterben. Was? Schon sagen, war meine Erfahrung, bitte. Hilf mir jemand. Au. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Oh, ey. Das ist ein Todesgeil. Ich habe keine stärkere Waffe mehr. Glaube ich. Obwohl, eigentlich schon. Das ist halt ätzend manchmal. Wir haben im Aufzug gespeichert, ne? So. Jetzt geht's. Das mit der Milch der Menschenliebe, das geht uns nicht mehr. Ich dachte, ich könnte diese Wilden zivilisieren, indem ich aus ihnen war. Ich hab echt keine Munition mit irgendwas. Mal das hier. Schön, wieder unterwegs zu sein. Hier draußen schneidet man sich weniger oft an Papier. Darum will er, dass wir ihm helfen, sie zu finden. Flügel werde ich unseren Geist und... So, das kann schon kommen. Ein paar mehr Sachen hier. Was soll ich dagegen bitte schon machen? Was soll ich denn dagegen bitte schon machen?
werfen verdammte Molotow-Cocktails auf mich. Boah. Kann mir mal einer sagen, was ich dagegen machen soll? Ach. Ja. Ich glaube, Probleme, ja. Boah. Ich dachte, ich würde in dem Part hier wenigstens aus diesem Loch hier rauskommen. Weiß schon, etwas Korrektur lesen soll. Das mag ich aber nicht vor. Laberst du eigentlich die ganze Zeit? Weise sagen. Weise sei's getan. Er bleibt stehen. Warum bleibt er stehen? Wir werden alle sterben, oder? Es war Zeit zum Sterben. Als im Kampf gegen Menschen. Zerhauen. Zerreißen. Zerbetzen. Oh Gott. Boah, lass mich durch, ernsthaft. Ich bin jetzt gerade nicht in der Stimmung. Wir Menschen und der Schöpfung sind gar nicht erst so weit gekommen. Boah. Ich hab jetzt echt keinen Nerv für sowas. Okay. Der andere Typ. Hallo? Ist der andere Typ. Komm her. Alter. Rex. Sag mal. Wegst du dich mal? Jetzt gehen wir ohne dich. Alter. So. Kommst du jetzt? Rex Goodman, Rex Goddamn. Alter. Gehen wir eben ohne dich, mir egal. Jetzt kommt die Piper auch nicht. Alter. Kommst du jetzt? So. Gut, mir egal, dann bleibt da oben und weg. Was zum Teufel? Hau ab, Scheißding. Das wird gut. Ich will einfach nur nach unten, ganz ehrlich. Er hat sich eine Waffe geholt, eine gute, gut. Einer.
Warum treffe ich den nicht? Komm schon. Der wird sowieso nochmal stehen irgendwann, ne? Viel Gebrüll, wenig Gehirn, was? Steck mich jetzt her. Was wird das sein? Ach komm schon, hier können wir auch locker unterspringen. Strong denken wir nicht allein sein. Du, gehst mir auf die Nerven. Du auch. Ey. Was meinst du, was das war? Was war's war? Du jetzt mal schnell speichern. Irgendwas Böses wird doch hier passieren. Den Rest können wir auch zu Fuß rausgehen hier. Ja, wir sind doch jetzt schon ganz unten. Ist doch perfekt. Hey, Strong. Hau ab, Scheißding. Ja, wir sind unten. Rex. Vielen Dank, dass du mich gerettet hast. Ja, kein Problem. Keine Ursache. Du bist ebenso gütig wie mutig. Wie auch immer, ich bin dir sehr dankbar. Ich möchte, dass du das hier nimmst. Bitte entschuldige mich jetzt. Ich sollte jetzt von diesem grässlichen Ort verschwinden. Ja. Ich kehre zu WRVR zurück und mach wieder Radio. Wir finden Milch der Menschenliebe mit Strong. Ja, ich halte mein Versprechen. Gut. Strong gehen mit Mensch. Mensch helfen, Strong finden Milch der Menschenliebe. Strong lernen Geheimnis von Menschen. Mann, ihr Mutanten seid aus der Nähe betrachtet auch nicht viel hübscher. Strong sagen das gleiche über kleine Frau. Okay. Viper nach Sanctuary Hills, okay. Strong sein froh, dass er weg. Viper. Gehen wir zufällig in die gleiche Richtung? Weißt du... Du weißt ja, wo du mich findest. Mhm. Also anstatt hier ein Ding zu warten, ne? In ihrem Haus, ne? Egal. Gut, damit hätten wir schon wieder was erledigt. Was war jetzt nicht irgendwie... War nicht hier? Trinity Tower. Ja, ist alles auf dem Weg. Ich würde mal sagen, dann gehe ich offscreen nach Diamond City. Ich mache mich schon mal auf den Weg nach Diamond City. Hoffentlich wird das kein Problem, weil jetzt bringen, dass ich mit einem Supermutanten dahin gehe. Und... Okay, ich werde vielleicht noch ein paar Sachen jetzt verkaufen hier onscreen, wenn ich noch schaffen, ne? Und ja. Dann haben wir den Part hier auch geschafft. Da soll ich mich in Diamond City nochmal umschauen. Vielleicht bessere Rüstung kaufen, wenn ich jetzt mir was leisten kann. Weil das war ja doch ein ganz schönes Abenteuer. Nicht viel los hier. Aber ich habe so ein paar Mutanten dabei, ne? Ist ja nicht. Ich hoffe, Sie sind hier, um etwas zu kaufen. Zeig mal, was du so hast. So, hast du jetzt wieder neues Geld, du? Ödland Brustteil. Wow, das ist sehr stark. Bewegung und Wahrnehmung. Götter zu dem Set, das ich habe. Ich könnte mir ja nicht mal leisten, ey. Ah, okay. Würde ich sagen, ich gehe irgendwo... Ich gehe mal nach Sanctuary und penne da ein paar Stunden, damit er wieder ein bisschen mehr Geld hat. Und dann gehen wir was auch immer irgendwas machen. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.